So, hallo, da sind wir schon wieder zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mindtest. Für euch wird es höchstwahrscheinlich eine neue Folge sein. Eine völlig neue Erfahrung der Folge. Und wir schnappen uns hier mal den Shutter. Einfach damit wir ihn haben. Und pflanzen dann hier mal ein bisschen Glas rein. Das war 5. 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5 ist Trümpf. So, wer kennt es noch? 5 ist Trümpf. Die meisten von euch hoffentlich. So, ich ziele hier mal wieder ein bisschen. Einfach damit ich ein bisschen seltener graben muss. Zack, zack, zack. Weil dieses Graben ja so lange dauert. Ich meine, das Graben muss man natürlich auch sonst noch ein bisschen betreiben. Das ist mir schon bewusst, dass wir um das Graben nicht drumherum kommen. Ja, das wäre oben. Das bringt mir nichts. Zumal ich ja eh alle Steine weghaben möchte. Also, es ist ja nicht so, als ob. So, ich brauche jedenfalls, auf jeden Fall brauche ich endlos. Ich brauche definitiv endlos Lava, weil sonst macht das alles, was ich da so tue, keinen wirklichen Sinn. So. Ich tue dich mal hier weg und dich mal hier weg, dann kann ich mir nämlich endlich mal eine Schaufel wiederholen. Kann ich dich da drauf knallen? Kann ich dich wieder dahin und dann kann ich dich wieder dahin. Was ich gerade ein bisschen am Überlegen bin, ist, ob ich mir auch eine Obsidian-Schaufel machen kann. Oh Gott, Trash will ich dich jetzt eigentlich nicht haben. Machen wir dich mal dahin. Nee, okay, das geht nicht. Dann packen wir den Obsidian noch mal in den Rucksack. Und jo. Nö. Jo, nö. So, also dich will ich dahin haben. Dich will ich mal wieder dahin packen und dann packe ich dich auch mal wieder dahin. Spitzhacke habe ich noch eine. Gut, dann haben wir die Geschichte erledigt. Und dann holen wir uns den Spaß hier nochmal ab. Und können hier wieder lustig vor uns hinbuddeln. Buddelino, Buddelano. Ich besuch dich in Merano. Keine Ahnung, was. Keine Ahnung, was das soll, aber es war jetzt halt irgendwie. Irgendwie. In meinem Geiste vorhanden. So. Auf jeden Fall. Auf jedem Fall. Auf jeden Fall fällt mir auf, dass ich wahrscheinlich dann doch noch eine Stufe höher graben muss. Zack, zack, zack. Weil irgendwie muss ich ja auch noch dann die Absatzmauer dazwischen platzieren. Und dafür muss ich ja irgendwie von oben rankommen. Und dafür brauche ich ja mindestens noch zwei Platz. Das heißt, ich muss den ganzen Schwachsinn von da oben eh abtragen. Das heißt, ich könnte eigentlich mal das ganze Areal platt machen. So, das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss den Spaß eigentlich so machen.
Wobei ich nicht unbedingt da anfangen muss, sondern ich muss da anfangen. Und dann muss ich den Sand einsammeln. Den Sand kann ich dann auch mal einsammeln und dann kann ich mich da reingraben. So, wie gesagt, mir ist gerade aufgefallen, ich muss eigentlich alles komplett abtragen. Und dann kann ich auch wirklich gleich von oben rein. Ich muss es dann ja eh wieder zumachen. Und wie gesagt, dann kann ich da auch eine planare Wiese hin knallen, quasi die Great Plains. Und ja, was soll ich dann noch sagen? Fnüffel. Sagen wir einfach Fnüffel. Warum? Weil ich es kann. So. Fünf. Zack, zack, zack. Und das Glas ist schon wieder alle. Ich habe schon noch Glas, oder? Ja, ich habe schon noch Glas. So, dann nehme ich den Schotter mal und packen das weg. Dich würde ich eigentlich gerne wieder dahin packen. Zack, zack. Und ich wollte eigentlich wieder auf Tag gehen. Bevor uns irgendwelche Monster anspringen. So. Und da sind wir auch schon wieder. Wunderbar. Dann kann ich da wieder einen rein, den Sand wieder beseitigen. Wir können hier noch ein bisschen weiterlaufen und schauen, wo es hier noch so Sand gibt. Hier zum Beispiel. Den können wir ja dann schon gleich weg. Den übrigens auch, weil wir da irgendwann mal auch rein müssen. Und mehr weiß ich gerade nicht. Ich kann mich aber auch von der Seite hier nach vorne durchgraben. Und dazu muss ich eigentlich erstmal nur hier rein. So. Und das ist jetzt natürlich wieder wahnsinnig spannend. Das ist mir schon klar. Deswegen erzähle ich euch eine lustige Geschichte vom kleinen Holzfällerbuben. Der kleine Holzfällerbuben. Also, das hat nichts mit Bube zu tun, ne? Buben ist sein Name. Ey, Buben! So. War in der Grundschule natürlich immer total scheiße, weil der Typ Buben hieß. Und immer wenn der Lehrer gesagt Buben, dann haben sich alle Jungs angesprochen gefühlt. Dabei war nur Buben gemeint. So, der Holzfällerbuben jedenfalls war der Sohn eines lustigen Vaters, der seines Berufes des Holzfällers nachging. Und weil er eben der Sohn dieses Holzfällers war, war sein Name der Holzfällerbuben. Außerdem haben seine Eltern ihn Buben genannt. Eigentlich wollten sie ihn Ruben nennen, aber ja, wie es halt so ist, auf dem Amt, da willst du jemanden irgendwie benennen. Und dann stellst du deinen Antrag und der Typ vom Amt sagt, jo, passt schon, stempelt's ab, konnt's nicht lesen und hat statt Ruben Buben eingetragen. So, und deswegen ist es der Holzfällerbuben. Weil sein Vater natürlich seines Berufes und standesgemäß Holzfäller hieß, war dann natürlich der Nachname Holzfäller, wie gesagt. Und Buben Holzfäller, also der Holzfällerbuben. So wie es halt in den bayerischen Gefilden üblich ist. Leute nach ihres gleichen zu benennen, nein, nach ihres Stammesherkunft zu benennen. Genau. So, also dieser Holzfällerbuben, von dem wollte ich euch eine Geschichte erzählen und jetzt habe ich vergessen, was ich euch erzählen wollte.
Im Prinzip halt nur Stuss. Ihr wisst ja Bescheid. So, ich schiele auf die Uhr sagt blub. Dann kann ich also noch ein bisschen blip sagen. Oder bla. Je nachdem. So, zack, zack. Na komm schon. Na komm schon, zack, zack. So, also. Jedenfalls der Holzfällerbuben, der war nicht so sonderlich beliebt, weil eben die Jungs sich immer seinetwegen angesprochen fühlten, wenn der Lehrer gesagt hat, ey Buben, was ist? Da hat dann schon jeder Junge so reingedruckst und so. Genau. So. Dann können wir hier nochmal kurz ins Inventar, nee, nicht ins Inventar, doch ins Inventar von unserem lustigen Sackerl. Nehmen wir den auch gleich mit. Weil scheinbar brauchen wir die ja ein bisschen öfter. So, jedenfalls, dieser lustige Holzfällerbuben namens Ruben, der nicht Ruben hieß, aber Ruben heißen sollte, wollte seinerzeit nicht den Beruf des Holzfällers ausüben, sondern keine Ahnung. Verdammt. Jetzt habe ich gedacht, ich erfinde hier so eine schöne beschissene Geschichte und mir fällt nicht mal ein, was ich jetzt hier alternativ als Möglichkeit auswählen könnte, welchen bescheuerten Beruf dieser Ruben, also Buben, ausführen könnte. Ausführen, ausführen, genau. Der führt einen Beruf aus. Das ist der Ausführnator. So, hier. Weg, weg. Na, wunderbar. Wenigstens hier ist jetzt Ruhe. Schubidubidu. So. Dann gehen wir hier wieder auf die 5. So, Holzfällerbuben. Ach, Pisser. So. Gut. Gut. Dann semmeln wir hier ein bisschen weiter. Und schnubbeln hier durch die Wand. Wann die Wann die Wun 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 die vor die Hun die Dung. Darim tam dim tam dim tim dim. Boah, es wird wieder duster. Bleibt nur die Möglichkeit zu zappen. So, ja, scheiß Wortwitz, ich weiß. So. Sind wir jetzt bald durch eigentlich hier? Wird langsam Zeit. Wir gehen wieder auf unsere Werkstattkiste. Bäm. Dann können wir hier wieder so ein paar Stöpselchen hin tun und da wieder. Und da machen wir mal die Hälfte und knallen die da drauf. Machen wir hier die Hälfte, knallen die da drauf. Machen wir hier wieder die Hälfte, und knallen die da drauf. Machen wir hier wieder die Hälfte, knallen die da drauf. Ja, das ändert nichts. Okay, machen wir hier wieder die Hälfte. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak. Aber so geht es. Zack und zack. Genau. So macht es mehr Sinn. Besser als dieses Hin- und Hergeschwappe. So. Sind wir da eigentlich auch schon wieder durch? Das heißt, ich kann jetzt hier eigentlich sagen, sagen, 5 wollte ich sagen. Dann kann ich nämlich hier wieder meine Glasdinger reinziehen. Und mich freuen, dass wir da eigentlich schon fast wieder durch sind. So, zack, zack, zack. So gehen. Zack, zack.
So, auf jeden Fall, Holzfällerbuben ging irgendwann mal in die Schule. Mir fällt immer noch keine blöde Geschichte. Oh Mann, ey. Wisst ihr, macht mir nicht mal Schaden, aber nervt nur ungemein. So.